Welcome to the new program von Waut. Mädchen hier ist Sieglinde Töws. Fritz, ich will auch Toddy. Nimm nicht alles, sagt Schreiter zu ihrem Bruder. Sie werden am Frühstückstisch und jeder einer weiß, dass Toddy mag, wie das Beste von Frühstück eten. Fritz schreit die Dose und sieht, in Wirklichkeit ist der meist ladig. Du hast wieder allen Pulver genommen, sagt Schreit. Tja, du tut nicht Futz zum Morgens zanken, sagt Mama. Ich fuhr sowieso von dort nach der Stadt und dann wollte ich frischen Toddypulver für die Kippen. Mama, mein Lehrer sieht, sagt Fritz, der Toddy kommt von Schoblen. Schoblen, sagt Schreit, dort bleibe ich nicht. Wie kippen ihr dort im Stuhl? Na, aber Schreit, sagt Mama. Du weißt ja, dort Krei, dort alles, was im Stuhl ist, dort kommt noch von woher. Dort, wo die Lehrer seht, sagt Fritz, aber hoffe jeden, was die noch seht. Wo kommt Toddy Pulver her? Und was ist dort? Schreit in der Hand, wo du Kakao Toddy nehmen lässt. Vielleicht zum Morgens mit Mike, vielleicht ab Mittag zu Nukas mit einem Kakao-Pudding oder einer Tarte, was Mama Schmack beschmiert hat, oder Küken oder wo immer du dort eten lässt. Alles Kakao kommt von einem Baum, jo, von einem Kakao-Baum. Dies Baum bleicht seinen Schmack und von dem Bläsel jäfft dort Schoblen. So Fritz seine Lehrer schon hat recht, als sie sieht, dort Kakao oder Chocolate kommt von Kakao-Schoblen. Kreuz ist den Kaffeebaum, wo ist der Kakao-Baum dicht beim Äquator, dort meint beim zentralen Amerika, beim westlichen Afrika und beim südöstlichen Asien. Diese Bäume sind empfindlich. Sie wollen hier mit anderen Bäumen top
wohnen in Töpfwossen, andere Bäume sind Bananenbäume, Gummibäume oder Hordetholzbäume. Und sie waren angeplant und kleine Ackerien und kleine Farms für Familien dann besorgen. Kakao wird sehr fucking geahnt, bloß behaunt, selbst mit der Hand geplocken vom Baum und dann ab ein kleines Wörchen abgeleicht und dann wird das Wörchen geflocken mit einem Esel oder behaunt rückgebracht aus dem Wald, wo die Kakao beim Wachsen dann. Diese Schaubeln wurden dann abgekauft und wiederverkauft und schließlich und endlich kommen die dann bei der Fabrik, wo die Kakaoschaubel dann nur dort gemacht wird, wo du im Stuhl schieben kannst. Das kleine Kakaobaum, der wird so ungefähr 8, 10, 12 Meter hoch. In den Wossen, das wir erst als sehen, in einer Gegend, wo das Fernnord ist, wo das warm ist, in dich beim Äquator oder in anderen Städten, wo das dort fällt. Der Kakaobaum will jeden geschützt sein vor dem Wind und Sonne. So wusste auch jeden im Schatten von anderen Bäumen, die Raum anwussten. Wenn einer die bloß einzeln anplanten würde, dann wäre die nicht hier in Wossen, wenn sie den Schutz von den anderen Bäumen. Das Kakaobaum hat dann rosane oder witte Blumen, die dann an die Äste blühen. Und wenn die Blumen ausgeblüht haben, jäftet von den Blumen Schaubeln. Diese Schaubeln sind ruhig mal so klein. Dort sind große, fleischfarbene, rosane Schaubeln, witte Schaubeln, die sind ungefähr so groß als ein Football. Und sie können dann verschiedene Farben haben, sie streinen, gelb, orange. Und das Football, der wird 8x14 Zoll lang. Und dort ist direkt an dem Baum seine Äste angemacht oder auch sogar an seinen Stamm angemacht. In Haft nicht, ein erst nichts ist eine Frucht, es ist ein Apfelbaum. So war einer, den diese Schaubel dann abknacken lädt, dann hat die Bären sein wittet Fleisch ähnliert, in an diesem Fleischbären sind dann 50% Kornkes Sod. Diese Kornkes Sod sind dann in diesen witten Stoffbären verstopft. So, wenn der Farmer nicht so weit ist, dort er seine Schaubeln ernten will, dann bezieht er sich seinen Baum in seine Schaubeln daran und die Matten gel in das Orange sein, damit er die aufhaken kann. Und dann hakt er die mit Manchettis auf oder mit einem Maser, er kann den Baum nicht abklottern, wenn es der erste schwach, der würde ihm nicht hören. Und dann bringen sie die Schaubeln nein und sie machen die Schaubeln ab. Auch war er mit einem Maser oder einem Manchetti und dann nehmen sie die dort sotig, wo der Bärne ist, rührt. Sicherlich braucht die Vormann dann auch mehr Arbeiter, die helfen, dass dort sotig in die Schaubeln rührt zu holen. So den Arbeiter dann dachwiesst, du einfach Schaubeln abhaken und dort sotig rührt nehmen, mit der Hand alles, ja? Wenn dort sotig rührt genommen ist, ist dort witte Fleisch, dann wird dort ein Klumpen abgeschmeten, dann wird dort auch beim Beet verheult, das ist auf einem Grund, auf dem Flur. Dann wurden diese Beet verspreit mit der Hork und dann mit Bananenblätter bedeckt. Nun, wenn einer die bedeckt, dann jäfft dort eine gewisse Hat. Und ja, diese Bananenblätter wird vom Sotig herkommt. Und dann, wenn dort die Häut wurden, dann fängt der Bären an dem kleinen Sotig den Prozess an, wo dann wirklich steht noch her Kakao ist. Wenn du den Sod würdest schmecken, bloß wenn sie die Kreide aus der Schaube rückgenommen haben, dann würdest du nicht glauben, dass dort ein Sotig ist, was Kakaobeine hat, wenn es noch nicht nur noch schmeckt. Aber der bedeckte Sod jäfft dann hat und in diesem Hat-Prozess wird dann der Bären Kakao an den Sod fabriziert, von bloß davon, dass das Sod unter die Bananenblätter heut wird und gären wird. So es wäre ein Bedeckchen, ist dort so eine ganz lila Farbe, eine purple Farbe. Und nun Bedeckchen wird er dann so dunkelbrün, so aus wie Kakaokernen, dort es so fein dunkelbrün ist. Und nur 2x8 Tage sind die dann reu, dort sie können von dieser Flur top gehäugt worden und eine Sonne gehäugt, damit sie dort drehen. Wenn die Luft fecht erst zum Drehen oder dort drehen, dann wurden die eben auch drehgeblust mit heiter Luft.
Nu verlieren dit so dich all ihre Fertigkeit und sind dann ewig half so schwer, als was sie erst wären, als sie am Anfang geahnt worden. Nu wollen dit so top je Schat und sagt, nenn je Schat. Jeder sagt es ungefähr 100 Kilo. Und dann wurden diese sagt dann nur die Stehen gebracht, wo die dann wieder ab Schaps abgelot wurden. Und dann fangt für dit so dich eine ganz lange Reise an Dohan, wo sie dann nur die Fabriken kommen, wo dit so dich dann verarbeitet worden. To Candy, into Schokolade, into Kakaopulver und so ist die vielen verschiedene Dinge, was wir dann weiten aus Kakao zu essen. 70% von all dort Kakao-Sod kommt von Westafrika. Und die wurden dann noch gerade so geahnt, aus was sie vor hunderte Jahren geahnt worden sind, wenn es dort nicht eine Maschine gibt, was diese das Sodig oder diese Schoblen schon ahnten oder in Nahen abknacken. Viele, viele Menschen auf der ganzen Welt morgen erleben von dieser Schobel und von diesem Kakaosud. Erst zum Formen und Ernten und dann zum Wiederbringen und dann die Fabriken, wo die Schokolade dann rückkommt und die Kakao gemacht wird, haben auch viele, viele Arbeiter, die davon leben. Und dann, zu guter Letzt, sind du und ich der Janzie, wo die Schokolade sehr jeden im Stuhl schreiben geht. Sitzt man direkt echt sehe die, dort Kakao von der Schaubel kommt, so meine Lehrerin hat doch recht. Jo, sieht Mama, es dort eine interessante Geschichte. Wer hat daran gedacht, dort Kände und ein Baum wussten dort? Dort wir Säuerfan, in haben wir auch noch den Mensch. Um siebenden Tag kickt Gott sich alles an, in Heurüt den ganzen Tag. Dankeschön für die Einschaltung in das Programm von Waut. Nächstes Mal, wenn du Toddy Mike trinkst oder einen Chocolate-Candy-Arzt, dann denk daran, was dort alle ab sich hat, damit du dort im Stuhl schalten kannst. Aber nächstes Mal von Sieglinde Töws.